Ja, hallo? Was? Wann? Nach dem Aufwachen konnte Papa nicht mehr aufstehen und eine Körperhälfte war gelähmt. Meine Töchter. Vielleicht kann ihr Vater nie wieder sprechen oder allein essen. Du musst mir helfen, Schluss zu machen. Hörst du? Ohne dein Einverständnis werde ich nichts tun. Nun ja, er hat ja auch dich gebeten. Er ist ein miserabler Vater. Aber ich liebe ihn. Ich hätte ihn gern zum Freund gehabt. Dann hilf ihm. Wie eine Freundin. In Frankreich geht sowas aber nicht. Und was tun wir jetzt? Ich habe Kontakt mit einem Schweizer Verein aufgenommen, aber wir müssen dorthin fahren. Wunderbar. Wo wird das stattfinden? In Bern. Ich brauche eine starke Dosis. Seit meiner Bypass-Operation ist mein Herz sehr stark. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du? Hört mal, Mädchen, ich bin entsetzt. André hat uns erklärt, er kann seine Meinung nicht ändern. Was? Doch, sicher. Sieh uns in die Augen, Papa. Du warst so ein hässliches Kind. Legen wir das Datum fest. Warum nicht im März? Weil ich in der Woche Geburtstag habe. Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich kann die einfachsten Handgriffe nicht mehr ausführen. Mama, warum hast du Papa nie verlassen, nach allem, was er dir angetan hat? Ach, das tut wahnsinnig gut. Ja, aber du bist vollkommen durchgefroren. Ich spüre, dass ich lebe. Ist dir das klar, was wir hier für ihn tun? Meine kleine Heulsuse. Und wenn sie sich weigern, was wäre dann?